So, Freunde, willkommen zurück zu Minecraft, dem ersten oder zweiten Part, je nachdem. Wir werden sehen. Und ja, den zweiten. Und ich bin auch wieder dabei, Sef zu Hebel. Richtig, und der ist dabei. Hätte das gedacht, bei dem Togamer. Weil, Togamer halt. Ja, das haben Togamer so an sich. Ich habe mir auch überlegt, ob wir nicht einen Zusatzkanal machen, den wir sowohl bei, also so, kennst ja, dass du mehrere Kanäle machen kannst, und dass wir den dann auf meinem Kanal verlinken und auf deinem, wo ich dann... Ich habe noch eine krassere Idee. Ich habe ja jetzt auch ziemlich viele Freunde so, also nehmen wir mal dich plus Dark Shadow plus Driver plus Heat in einem Kanal. Das wäre doch die pure Aussage. Ja, dass wir da alle together Let's Plays reinschmeißen, ja, die wir. Generell alle Let's Plays. Generell. Dass wir alle ja. unsere Kanäle schließen und dann alle zusammen auf diesen einen Kanal gehen. Das wäre doch mal die pure Aussage. Ich weiß nicht, ob Heat das nicht macht, aber. Ja, Heat wahrscheinlich nicht, aber Dark Shadow und Driver auf jeden Fall. Und wenn nicht, zwinge ich sie dazu. Wenn ich will, der wird gezwungen. So, wie sieht mein momentaner Stand aus? 57 Kohle und 21 Eisen. 18 Eisen, ziemlich viel Stein, 2 Kohle und 16 Torches. Hurra. Wow, und wie sieht's außen aus? Bestimmt hell, ne? Ja, ziemlich hell. Aber das ist mir egal. Ich bräuchte erstmal... Ey, das Wasser sieht ja neuerdings krass aus. Das Dunklere, ne? Ja. Das aber ich will da ist halt von der Dark Side, dass die Cookies haben. So. Ich habe jetzt erstmal genug Kaviste. Obwohl, das ist ja auch nicht viel, was ich hier habe. Ah, Gott. Das war knapp. Immerhin mehr als nichts. Wenn ich hier einfach nichts finde, außer Stahl. Eisenlust. Mein Gott, ist doch scheißegal. Nein. Werf doch nicht Stahl und Eisen in einen Topf. Hallo. Guck mal da. So, wer das jetzt behalten? Ich, oder? Ja, ich hab's gefunden. Weil ich es gefunden habe. Mucka. Das wird bald lustig mit Diamanten. Sowieso. Das wird sowieso ein Spaß, dass wenn wir andere drauf. Ups, Entschuldigung. Dass wir andere drauf lassen, dass die uns hier griefen, und das wird sowieso ein Spaß. Ach, ich glaube nicht. Ich kenne da zwar so einen, der das machen würde, aber ich glaube, der spielt ja eh kein Minecraft, und von daher. Auch nicht so schlimm. Und es dauert überhaupt nicht 3 Jahre, um mit einer Holzaxt Kohle abzubauen. Hurra! Und hier kommt irgendwie immer noch Kohle. Und noch mehr Kohle. Und noch ein bisschen Kohle. Und anschließend... Richtig, Stahl! Und ich nenne es ab jetzt nur noch Stahl, um dich zu erinnern. Okay, also... Bald werden dann die Kommentare zugespammt mit nicht Stahl, Eisen, Eisen. Und dann antworte ich, ist mir doch scheißegal. Und dann, Wenn Gronk, ja, Eisen, Silber nennen darf, dann darf ich es ja wohl Stahl nennen. So. Ein faires Argument. Ja. Deswegen werden wir dann alle, die da nicht Stahl, sondern Eisen, oder so, in der Art, Spam, einfach Kommentar. Ihr macht jetzt 100 Kanäle zusammen, damit ihr das schön zu spammen könnt. Wunderbar. Ja, nee, das muss, kann ja auch sein, dass das und nur einer macht. Also. Was ist das denn für ein Sound, wenn irgendwie... Oder wenn mehrere... Was? Wenn hier irgendwie Werkzeug zu hoch geht, dann ist das ja mein richtig ekelhafter Sound. Habe ich noch nicht gehört. Boing. Ich kann das jetzt nicht nachmachen. Aber finde ich doch toll, oh, dass wenigstens... Verdammt. Oh, genau, deswegen bin ich jetzt hochgegangen, weil ich werde mich jetzt hier irgendwo aufbauen und... Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ah, raus hier. Na, Schwert zücken. Woher habe ich mein Schwert? Da habe ich ein Schwert. Boah.
Boah, Schweine, Hühner. Es ist aber Schweine, Tag. Irgendwo. Würde ich mich jetzt hier an dieser Wüste anbauen, das wäre dann Mord. Das ist Zombiefleisch, oder? Ja, das ist Zombiefleisch. Ja, Hühner. Sollte ich mich hier an Hühner. Die Wüste aufbauen, das wäre Mord, oder? Was? Es gibt inzwischen einen One-Hit-Kill bei Creeper? Nein, wenn ich mich hier am Sand aufbaue, dann ist das doch Mord in der Wüste, oder? Es spawnen nämlich viel mehr Monster als so. Und ich will ja auch nicht Fett haben. Obwohl bei Multiplayer bringt das ja eh nichts, ne? Wenn ich schlafen gehe, dann schon. Und außerdem, wenn du das Bett machst, dann du stirbst, dann da kannst du dich dort halt wieder beleben. Das ist so halt ein Checkpoint. Ja. Lol, was ist das denn? Es geht so in die Erde rein und das sieht aus wie so eine Kugel. Das ist übel. Wenn du bist, dann könnte ich dir folgen. Ja, ich bin schon meilenweit weg. Oh Gott. Deswegen mache ich mir auch am liebsten direkt immer am Anfang eine Karte. Damit man weiß, wo man ist. Aber ich weiß, wo ich bin. Also ich komme jetzt zurück. So, wollte gerade sagen. So, ich werde mich mal ein wenig tiefer in die Höhle reinwagen. Falls es überhaupt geht. Nee, das ist hier alles irgendwie abgeschlossen. Dann brauche ich jetzt erstmal noch ein paar mehr Werkzeuge, damit ich da Sachen machen kann. Ach komm, ich mache jetzt einfach mal alles, was ich habe, da rein und ist fertig. So. Gut, will ich noch die Höhle finden. Zack, ach, jetzt gib mir noch den. Dann wüsste ich, wo du in der Nähe wärst. Ich bin jetzt in der Höhle wieder drin. Und ich muss gucken, wo die Höhle war. Wow. Aber Hauptsache, du findest zurück. Ja, schon klar, ich bin schon hier, aber ich muss gucken, wo das ist. So, weiter geht's. Ich habe alles ausgerüstet, was ich brauche. Ungefähr 5 Pickaxes. Und dann werde ich hier einfach mal beim Wasser weitergraben, weil ich es kann. Das hat sich schwer nach einem Bogen angehört. Oh Gott, nein! Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Oh, gib mir mein Schwert. Mit Steinschwert haust du die 2-Hits oder so. Nur weil die Tipp haben. Oh, Schwert spammen! Spammen! Ja? Oh Gott! Stirb aus! Ja! Getötet! Oh yeah! Ich bin Imba. Aber ich brauche immer noch was zu fliehen. Wie macht man sich denn jetzt nochmal? Ach ja, genau. Richtig. Da war ja was. Dann mache ich mir jetzt mal einen Ofen, damit ich mir was Leckeres kochen kann. So. Das ist ein Ofen, hätte das gedacht. Und Kohle habe ich auch reichlich. Und warum ich mir das jetzt nicht da reinsetze, ist ein Mysterium für sich. Und wir haben einen Ofen. Wir haben einen Ofen, sagte ich. Yeah, geil. So, und dann kann ich einfach mein ganzes Kohle dafür verpulvern. Habe ich noch irgendwas anderes mit Fleisch? Und ich habe mich immer getötet, ne? Jo. Ich guck mal, ob ich... Ach nee. Moment, wie ging das nochmal? Wie war das nochmal? Wenn ich einfach Eier in die Wand schmeiße, kommen da doch manchmal Hühner raus, ne? Heute aber nicht. Egal. So, dann warte ich jetzt mal, bis das Hühnchenfleisch fertig ist. Na, wie lange dauert es denn noch? Boah, ist schon fertig, geil. So. Falsch. Und noch mehr. Hühnchenfleisch ist ja mal richtig schlecht. Aber es reicht vorerst. Und dann würde ich sagen, wir machen hier mal wieder ein wenig Mining Action, weil wir Mining Action machen können. Ich bin auch soweit, dass ich die Mine gefunden habe, wo du drin bist. Super. Wieder. Okay, jetzt das Schaf hier. Da halte eine Wolle. Okay, dann halt noch ein Schaf. Und mach mir ein Bett damit. Hier. Weil hier lauter Schafe rumlaufen. Oh yeah. Ich bin schon am Überlegen, ich bin jetzt hier ganz schön am Cobblestone am Fahren. Was ich anschließend damit anstelle. Ich denke mal, ich werde mir damit ein Haus bauen. Aber normalerweise habe ich es ja gerne, dass ich noch Sandstone dabei habe. Wir werden sehen.
Und ich habe einen Block zweimal zerschlagen. Das soll jetzt meiner Nachbarn. Und hier ist Metall. Oh yeah. Und mein Minecraft hängt gerade. Wo hängt es? Jetzt nicht mehr. Es war eigenartig. So, wir haben Metall. Oh yeah. Was war das für ein Geräusch? Ach du Scheiße. Was war das für ein Geräusch? Wenn die Sachen kaputt gehen. Wow. Ja, das ist ein etwas. Das ist ein Klingen. Ja, genau. Hörst du mir überhaupt zu oder was? Ja, aber ich habe nie geahnt, dass das so eklig klingt. Minecraft hat sich irgendwie zu einem ziemlich ekelhaften Spiel entwickelt. Von den Sounds her. Ja, die haben so ekelhafte Sounds eingefügt, ne? Wir können die nur, ne? Wir können die nur. Vielleicht machen wir gleich mal erstmal schön eine Metallaxt, Pickaxe meine ich natürlich. Damit ich da wertvollere Sachen abbauen kann. Ich liebe Redstone. Weil man damit lustige Sachen machen kann. Wie eine Türklingel. So. Und einen Eimer brauche ich nachher noch, damit ich mehr Lava mitnehmen kann. Mir ist eine Kuss in ihr entwischt. Nein. Dann muss ich halt mit einer Kuh weniger leben. Da ist noch eine Kuh. Ja. Schade und für dich. Meinen, weil meinen Spaß macht. Okay, das wird jetzt für die Zuschauer ultra langweilig sein, aber das ist mir egal. Die müssen sich ja nicht angucken. Und wir switchen ganz viele Pickaxes rum. Yeah. Warum sind hier so viele Kühe eigentlich? Weil da viele Kühe sein wollen. Ja, wir haben schon wieder dunkel. Wir haben schon wieder dunkel? Ja. Oh verdammt, wir haben schon wieder dunkel. Ich bin aber bestens vorgesorgt. Bestens vorgesorgt? Mhm. Inwiefern? Ja, von Essen und so. Ach so, da sollte ich nicht morgen. Also in Anführungsstrichen morgen. Mal drauf fokussieren, weil irgendwie habe ich nichts mehr zufrieden. Mal wieder. Ich habe gerade so übel viele Kühe kaputt gemacht. Ich habe 26 Stück davon. Ich muss die gleich noch braten. Oh mein Gott. Ja, ich habe um die 15 Kühe erlegt vorhin. Krass. Ich bin auch voller Bluff davon. Und gleich gibt's wieder diesen Wunder. Oh, Kohle. Und dieses Geräusch war so eklig. Ich überlege mich, ob ich nicht mich hier in die Mine aufbaue, weil. Ja, ich bin mich gerade hier so ein bisschen am Runtergraben. Wenn wir schon hier so alles auseinandernehmen und so. Ja. Überlege ich mir, ob ich mir nicht erstmal so eine Höhle baue, bis ich Diamanten und so gefunden habe. Und das war der ekelhafteste Sound der Welt. Hurra! Dass wir dann so in der Art Minenleben führen. Ja, das finde ich aber auch ein bisschen langweilig. Weil ich dieses Spiel eigentlich mein. Aber das können wir mal ganz dezent ignorieren. So, inzwischen dürfte mein Metall auch fertig sein. Dann probieren wir es lang. Warum ist hier kein Wasser mehr? Man weiß es nicht. Ist immer noch nicht fertig? Doch. Nee. Warum da kein Wasser mehr ist? Ja, weil du es zugebaut hast. Weil ich es weggemacht habe, genau, weil ich da lang wollte. So. So. Dann will ich mir jetzt eine Eisenaxt machen. Und lass dich nicht davon irritieren, dass ich ständig Axt sage. Ich meine Pickaxe natürlich. Süß, dieses Geräusch, wenn das kaputt geht. Das ist toll. Das ist echt toll. Das ist so wunderschön. Es ist so ein tolles Geräusch. So, Nummer 2. So.
dann habe ich mir zwei Äxte gemacht. Hurra. Ach, da bist du. Hallo. Ach, du hast ja noch einen Ofen gemacht, okay. Ja, ich habe einen eigenen gemacht, weil um die Sachen besser unterscheiden kann. Wir sind mit unserer Aufnahme schon richtig weit. Ja, zum Not splittig ist das Ganze. Ist auch mal. Wer sich jetzt wundert, warum ich nicht die Eisenaxt nehme, dem sei gesagt, dass ich Eisenaxte in der Regel nur dazu benutze, um wertvolle Sachen aufzubauen. Mal für den normalen Stone. Bin ich ganz deiner Meinung. Außer man hat Eisen im Übermaß davon. Ja, das kann ja ab und zu mal passieren. Wenn man dann so zwei Tage nur gemeint hat und dann 30 Steps. Und ich bemerke, dass ich schon Level 4 bin. Du bist gerade Level 4. Ich wollte mich ja. Noch aufmachen, um ein paar Kühe zu töten und so. Ich hoffe mal, dass es inzwischen Tag ist, aber ich gehe davon aus. La, 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 la. Und hier sind immer noch lustige Lichtverhältnisse. La, 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 la. Die Lichtverhältnisse kommen von den Fackeln, la, 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 mein Lieber. La, nein, das ist noch mal. Und ich habe gerade ein Körper, ein Zombie und eine Spinne gleichzeitig gehört. Das haben wir erst mal in der Nachbarn. So. Ich mache mir das ein bisschen hier wie eigene vier Wände. So. Walls.